Die Burg Landskron ist wahrscheinlich eine ehemalige Reichsburg und wurde wahrscheinlich im 13. Jahrhundert errichtet. Einen schönen guten Morgen aus Oppenheim. Ich bin jetzt hier von Oppenheim gleich hier hoch auf die Burg gewandert und zwar noch am Uhrturm vorbei, die Treppe hier hoch. Und hier will ich jetzt auch gleich wieder auf den Rheinterrassenweg treffen, wo die nächste Tour, die 5. Etappe, weitergeht. Regenjacke habe ich gleich zu Hause gelassen bei diesem herrlichen Tag heute. Die 5. Etappe geht jetzt von Oppenheim nach Nierstein, Nackenheim und dann nach Bodenheim. Alles klar? Auf einen schönen Tag! So, jetzt bin ich hinter der Burg und hier sieht man nochmal schön, hier wären wir nochmal hergekommen vom Rheinterrassenweg. Und ich bin jetzt hier von rechts von der Burg gekommen und hier links geht unser Weg weiter. Dahin. Den werden wir jetzt mal nehmen. Meine Jacke habe ich jetzt auch gleich ausgezogen. Wir haben jetzt 10:30 und es ist wirklich schon sehr schön warm. Ein herrlicher Tag. Und was ich noch sagen wollte, ja, an der Burg, da war noch kein Mensch unterwegs, das war herrlich, obwohl es schon 10:30 ist, ja. Und zu der Etappe nochmal zu sagen, das ist die 5. Etappe, wie schon gesagt, und auch damit die längste mit 18,6 oder so Kilometer. Ja. Vor uns liegt jetzt Nierstein und hier sehen wir auch schon wunderschön den Rhein. Der nähert sich immer mehr. So, jetzt bin ich auch in Nierstein angekommen, bin jetzt hier gerade an der evangelischen Martinskirche. Ich gucke mich jetzt noch ein bisschen um in Nierstein, bevor es weitergeht. Ein sehr schöner großer Baum vor der Kirche hier an diesem Platz und auch überall, wo ich jetzt gesehen habe in Nierstein, diese Lichterketten, ist bestimmt abends ganz schön hier, gemütlich. Und in dem ehemaligen Rathaus in Nierstein ist jetzt ein Fossilienmuseum drin.
Ja, hier an dieser schönen Eiche hier ist dieser Platz und das ist der ehemalige Saumarkt. Und hier vorne hängt noch eine Urkunde. So, jetzt ging es hier den Berg hoch. Und jetzt sind wir hier an der Kilianskirche in Nierstein angekommen. So, nochmal ein Blick zurück auf die Kirche und wir verlassen jetzt auch Nierstein. Und da ist er, der Vater Rhein. Hier geht es auch noch zum Wartturm und Schloss Schwabsburg. Hinter mir kann man jetzt noch wunderschön Nierstein sehen mit den beiden Kirchen. Und ich laufe jetzt gerade hier den Roten Hang hoch. Das ist einer der bekanntesten Weinbaugebiete Deutschlands. Hier sieht man auch noch mal schön den roten Sand oder besser gesagt die rote Erde. Es sind jetzt auch schon einige Leute mehr unterwegs mittlerweile. Da weht die Fahne vom Roten Hang. Und hier bin ich in der Fockenberghütte auf dem Roten Hang. Und zahlreiche Schiffe auf dem Rhein. Jetzt geht es wieder ein bisschen vom Rhein weg, hier in die Weinberge hoch und dann laufen wir so ein kleiner Rundkurs wieder Richtung Rhein und dann geht es nach Nackenheim. Kommt die nächste Hütte. Ich habe Glück, an diesem schönen Rastplatz ist noch niemand hier. Da werde ich jetzt mal eine schöne Rast machen. Und wir sind auch hier an der Rieslinghütte.
die kleine Pause ist beendet. Da habe ich ja gerade noch mal Glück gehabt. Ich war der Erste an dem Rastplatz. Nach mir sind ja dann noch einige Leute gekommen. Aber da ist ja sehr viel Platz da oben. Ich glaube, der wird es nie voll. Oder vielleicht doch. Okay. Hier nochmal der Rastplatz. Und das war jetzt auf dem Brudersberg. Natürlich gleich wieder ein bisschen mehr los auf dem Rheinterrassenweg. Ich habe jetzt hier auch gleich ein bisschen mehr Lärm durch die Autos, weil am Rhein unten läuft genau die B9 entlang. Was soll's, oder? Gibt Schlimmeres. Die sind natürlich noch ein bisschen steiler, wie das, was wir bisher gesehen haben. Ein Schild gewesen. Da stand drauf, wir sind jetzt 157 Meter über den Meeresspiegel. Und ja, vielleicht hört man es auch ein bisschen am Wind jetzt hier. Hier gibt es jetzt ein bisschen weniger Infotafel, so wie vor Oppenheim. Da war ja einiges an Infos mit Weinlehrpfad und so. Vielleicht kommt es ja wieder hier. Jedenfalls hier ist ein bisschen weniger. Dafür komme ich schneller voran dann. Alles klar, hier haben wir gleich eine, die Mistkaut. Okay, kennt glaube ich jeder. Ich zeige es noch mal kurz. Hier schön eingemauert. Hier noch einmal schön die rote Erde. Fenchelberg und Diederkap. Rund um Nackenheim. Und jetzt kommen sie doch langsam wieder, die schönen Infotafeln. Die weißen Weingärten, jetzt immer öfters zu sehen auch, so Steine mit Figuren drauf. Das Ehrenkreuz wurde 1952 vom Heimat- und Verkehrsverein errichtet. Und auf der Infotafel hier ist auch noch erklärt, die beiden Inseln, wo hier vor uns liegen, im Rhein. Und hier nochmal ein Blick auf die Inseln. Da befinden sich auch Streuobstwiesen drauf und einiges mehr. Will ich jetzt aber nicht alles aufzählen. Und die Flurbereinigung von Nackenheim. 1978 bis 1990. Und da vorne kann ich jetzt schon sehen, die Kirche von Nackenheim. So werden wir in Nackenheim begrüßt. Und hier gibt es auch die Bremer Stadtmusikanten. Thank you.
So, hier an der Kirche in Nackenheim angekommen. Da geht so ein Rundweg hoch. Die eine Seite geht die Treppe hoch. Und dann kann man hier vorne wieder zum Rheinterrassenweg runterlaufen. Ist gut gemacht. Das war jetzt auch gleich schon der Abschluss hier in Nackenheim. Und für mich geht es weiter hier nach Bodenheim zu unserem heutigen Etappenziel. Jetzt geht es auch hier auf Feldweg ein bisschen weg vom Rhein und immer näher nach Bodenheim. Also hier ändert sich ein klein bisschen die Landschaft, immer ein bisschen mehr Feld und auf der anderen Seite sind wieder die Wingert. Vorher ging es mitten durch die Wingert, das war auch ganz schön und hier ist jetzt super ruhig. Bis auf die Flugzeuge, wo manchmal kommen, weil wir sind ja hier an der Einflugschneise. Es kommt wieder fester Boden unter den Füßen. Hier haben wir ein Kreuz hier vor Bodenheim. Und hier ein Blick auf die katholische Pfarrkirche St. Adelbaran. Bodenheim kommt näher. Und hier haben die Bodenheimer ein Eidechsendomizil geschaffen. Ja, kurz vor Bodenheim muss jetzt hier nochmal die Landstraße überquert werden. Wir sind jetzt schon in der Nähe von Mainz, Bodenheim. Die Fastnacht ist aber schon längst vorbei. Ja, jetzt bin ich in Bodenheim hier am Bahnhof angekommen. Hiermit ist die 5. Etappe beendet. Ich mache jetzt gleich weiter, gehe auf die 6. Etappe, die fährt von Bodenheim nach Mainz, über Laubenheim und Weißenau, oder Weißenheim, ich weiß es nicht genau, ist ungefähr 12 Kilometer lang und werde mich jetzt hier gleich auf den Weg machen. Jetzt geht es erst noch ein Stück durch Bodenheim. Hier ist es ein bisschen laut, ich hoffe, man kann es gut verstehen.
die Festungsmauern hier, die gehören, glaube ich, irgendwie auch zu St. Alban oder was, jedenfalls zu der Kirche irgendwie. St. Albanus entstanden um 1900. So, ganz so einfach habe ich jetzt Bodenheim nicht verlassen können. Ihr habt es gesehen, in der Feuerwehr gab es ein bisschen Schwierigkeiten mit der Durchfahrt. Da kam ich auch nicht ganz so einfach durch. Aber jetzt haben wir es ja geschafft. Und weiter geht es. Chardonnay. Und hier ist auch der Bodenheimer Weinlehrpfad. Also archäologische Funde wurden hier auch gemacht, und zwar bei der Flurbereinigung 1980 sind hier uralte Siedlungen gefunden worden. Mainz-Laubenheim noch 2,3 Kilometer, Mainz noch 8,8. Das ist mein Wort. Ja, ich habe mir jetzt ein bisschen Luft verschafft, und damit ist die T-Shirt-Saison auch eingeläutet. Während ich hier an dem Schild vorbeigegangen bin, da stand drauf, hier ist ein Themenpfad über Hochwasserschutz und so von Bodenheim, Laubenheim. Ich komme nicht mehr näher. So, während hier Flugzeuge in Reih und Glied auf Frankfurt zusteuern, dass uns das jetzt hier auch immer näher rückt, und hier unten erstrecken sich die Vororte von Mainz langsam. Ganz da hinten sieht man wieder der Rhein, und wir haben einiges an Höhe gewonnen wieder. Blick zurück kann ich noch Bodenheim sehen rechts, und links da vorne ist Nackenheim noch. Meilenweite Aussicht. Und zur Abwechslung mal eine ganz andere Wegbeschaffenheit. Da war eben auch wieder so eine Infotafel über Hochwasserschutz hier, und die Leute, wo da waren, die haben Zettel und müssen irgendwas suchen, Steine oder so, irgendwas, irgendein Spiel machen die. Ganz lustig. Und vor uns liegt Laubenheim. Das Zöllerkreuz ist der höchste Punkt von Mainz-Laubenheim. Ganz da vorne geht die Autobahn über den Rhein. Hier am Ortsausgang von Laubenheim muss ich wieder die Straße überqueren. Ein Denkmalstein auf der Laubenheimer Höhe. Hier geht es jetzt wieder eine ganze Weile hier an dem Zaun. Und neben der Bundesstraße schön im Schatten entlang. Das hat jetzt fast eine Ewigkeit gedauert, da an dem blöden Zaun also entlang. Dafür liegt jetzt hinter mir ein schönes Blumenfeld. Da kann man auch Blumen kaufen. Also jetzt noch mal ganz kurz zum Stand, wo wir jetzt genau sind. Wir sind jetzt oberhalb über Laubenheim, Laubenheimer Höhe vorbeigelaufen, und jetzt kommen wir noch an Weißenau vorbei, und jetzt sind es ungefähr noch so 3 Kilometer bis zum Rheinufer. Jetzt schauen wir noch mal durch den Maschendrahtzaun durch, und zwar sind wir da die ganze Zeit an einem ehemaligen Steinbruch vorbeigelaufen. Thank you.
auch wieder ein Kreuzheer in Weißenau zum Ortsjubiläum 1985. Jetzt geht es hier in Weißenau schön am Rand vom Wohngebiet hier durch den Schatten. Und gleich sind wir am Rhein. Hier drüben kann man jetzt noch mal einen Blick von hier aus auf den Steinbruch sehen. Und da kann man ihn wieder sehen, den Rhein. Hier ist dann auch noch der Geopark Weißenau. Schild ist natürlich wieder schön verschmiert. Man merkt, wir kommen langsam Richtung Großstadt. Jetzt geht es hier über die nächste Bundesstraße. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das die B9 ist. Ist auch egal. Und über die Eisenbahnschiene. Und auf der anderen Seite geht es jetzt runter zum Rhein. Das zeige ich euch jetzt gleich. Ja, hier an dem Brückenturm verlasse ich jetzt auch gleich den Rhein und gehe über die Brücke Richtung Mainz. Jetzt haben wir auch mal einen Blick auf den Mainzer Dom. So Leute. Jetzt bin ich aber etwas kaputt, jetzt hier in Mainz angekommen, möchte ich mich auch jetzt schon bei euch verabschieden. Schön, dass ihr mich wieder begleitet habt bei dem Rhein-Terrassenweg, der wo in 6 Etappen aufgeteilt war. Von Worms bis nach Mainz und von Dom bis zu Dom. Ein kurzes Fazit. Der Rhein-Terrassenweg war ein wirklich schöner, abwechslungsreicher Weg mit ein paar Steigungen in den Weinbergen. Müsst ihr dann ein bisschen achten drauf, wenn ihr mit Kindern unterwegs seid. Ansonsten ist er sehr familienfreundlich. Wenn ich jetzt die letzten Kilometer zum Bahnhof wandere, wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und wir sehen uns vielleicht demnächst auf dem Rhein-Terrassenweg.